Landwirte haben sich schon immer um die Fruchtbarkeit ihrer Ländereien gekümmert. Aber die Bedeutung von Fruchtbarkeit hat sich über die Jahre entwickelt. Die Konzentration auf Ertragssteigerung führte zu intensiven Produktionsmethoden, speziell in den letzten 50 Jahren. Man musste um jeden Preis die Betriebsgröße, die Mechanisierung, die Düngung und den Pflanzenschutz erhöhen. Heute machen wir uns Gedanken um die großen Umweltherausforderungen und unsere Aufgabe ist die nachhaltige Fruchtbarkeit, ausgerichtet auf eine Verbesserung des gesamten Ökosystems unter Rücksichtnahme auf jeden Bestandteil. Die Hauptumweltherausforderungen sind bekannt: Verbesserung der Wasser- und Bodenqualität, verbesserte Effizienz der Düngemittel durch Nutzung von neuen Technologien, zusammen mit Wirtschaftsdüngern wird die Auswaschung von Nährstoffen reduzieren, Wasser einsparen. Die Reserven des blauen Goldes sind durch die globale Erwärmung und die Biokraftstoffproduktion gefährdet. Eine Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit des Bodens und eine effizientere Nutzung des Wassers durch die Pflanze ermöglicht eine Reduktion des Wasserverbrauches. Der Kampf gegen die globale Erwärmung. Die Landwirtschaft hat einen bedeutenden Anteil an den Treibhausgasemissionen, Kohlendioxid sowie Methan und Stickoxide. Durch eine Optimierung der Nährstoffdynamik im Ökosystem kann man die Produktivität erhalten und den Gasausstoß reduzieren. Es ist somit zwingend notwendig, dass die Produktivitätsziele mit dem Umweltschutz vereinbart werden. Diese neue Sicht der Düngung ist glücklicherweise vereinbar mit den ökonomischen Anforderungen der Landwirtschaft. Durch eine bessere Kontrolle der Düngeraktivität und ein besseres Verständnis der Nährstoffdynamik im Boden und Ökosystem können die Dünger effizienter genutzt werden. Mit anderen Worten, der Landwirt erhält mehr und verbraucht weniger. Wie wird die Düngung der Zukunft aussehen? Diese Fragen haben wir Patrick Dujardin, Professor für Pflanzenphysiologie der Agraruniversität Jean Blou, Belgien, gestellt. Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich vorschlagen, einen Blick auf den Weg der Nährstoffe im Boden zu werfen. Dies ermöglicht uns, über die beste Möglichkeit zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz nachzudenken. Das heißt, die nachhaltige Fruchtbarkeit mit den ökonomischen Anforderungen zu vereinbaren. Um sich zu ernähren, nimmt die Pflanze nur lösliche Nährstoffe aus der sogenannten Kurzzeitreserve, bekannt als Bodenlösung, auf. Auf den Boden ausgebrachte Düngemittel lösen sich und fügen sich dieser Reserve hinzu. Der Boden hat zwei weitere Typen von Reserven. Eine Langzeitreserve bestehend aus unlöslichen kristallinen Mineralien. Eine mittlere Reserve bestehend aus Mikropartikeln, die Nährstoffe binden und freisetzen können. Diese Reserve ist bekannt als Ton-Humus-Komplex oder adsorbierender Komplex. Jeder Bereich hat seine eigene spezielle Aufgabe. Nun ist es wichtig, den Austausch zwischen diesen Bereichen zu verstehen, weil genau auf diesen Austauschvorgängen die nachhaltige Fruchtbarkeit des Bodens basiert. Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir die mittlere Reserve untersuchen. Der Boden enthält adsorbierende Komplexe, sogenannte Ton-Humus-Komplexe, die aus mineralischen Teilen, Schichten von Ton und organischen Teilen Huminstoffe bestehen. Diese Komplexe geben dem Boden seine Fähigkeit zu adsorbieren, Wasser und Nährstoffe mehr oder weniger effektiv zu speichern. Ihre Oberfläche hat meist eine negative elektrische Ladung, Anionen, die in der Lage sind, positiv geladene Nährstoffe, Kationen, anzuziehen und festzuhalten. Durch die elektrostatischen Kräfte werden die Nährstoffe gebunden bzw. wieder in die Bodenlösung freigesetzt. Dieser Prozess ist von grundlegender Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit, denn es gibt ihm eine Pufferkapazität. Dieser Ton-Humus-Komplex verhält sich wie ein Magnet und eine Pufferreserve, die den Nährstoff allmählich der Pflanze zur Verfügung stellt. Lassen Sie uns einen Blick auf die Langzeitreserve werfen. Diese besteht aus mineralischen Elementen in kristalliner Form, die aus der Verwitterung des Ausgangsgesteins hervorgegangen sind, aber auch aus Elementen der Bodenlösung, die festgelegt wurden. Dies ist im Besonderen der Fall bei der Ausfällung von Phosphaten. Diese Elemente können auch den umgekehrten Weg beschreiten und unter dem Einfluss von Säure wieder in Lösung gehen. Somit sind sie wieder für die Pflanze verfügbar. Was macht dieses System nutzbar? Dieses System erlaubt uns, die Verluste zu lokalisieren und zu quantifizieren und zu sehen, wie man die Effizienz der Dünger verbessern kann.
Wodurch entstehen diese Verluste? Es gibt drei unterschiedliche Arten. Erstens durch Auswaschung. In diesem Fall werden die Nährstoffe vom Wasser weggespült, bevor die Pflanze die Möglichkeit hat, sie aufzunehmen oder bevor sie an einen Ton-Humus-Komplex gebunden werden. Dies sind meist Anionen, insbesondere Nitrate, negativ geladene Elemente, die der Magnetkräfte der Komplexe entkommen. Zweitens durch Volatilisation, die auch als Denitrifikation bekannt ist. Ein Teil des Bodenstickstoffs kehrt in die Atmosphäre zurück, unter anderem in der Form von Stickoxiden, die zu dem Treibhauseffekt beitragen. Drittens, Immobilisierung von Nährstoffen, sogenannte Retrogradation. Hierbei spielt Phosphor eine Hauptrolle. Ein großer Teil des durch Dünger ausgebrachten Phosphors wird in Abhängigkeit vom Boden-pH durch Calcium, Eisen oder Aluminium ausgefällt. Jetzt haben wir die Quellen der Verluste in diesem System bestimmt. Was können wir nun tun, um diese Verluste zu reduzieren? Ein erster Schritt ist Precision Farming, was darauf zielt, das Düngerangebot zu optimieren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pflanze und ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse auf dem jeweiligen Teilstück. Lokalisation und Fraktionierung von Düngemitteln sind die Schlüsselwörter von Precision Farming. Daneben gibt es eine optimale Steuerung der Bodenfruchtbarkeit, die die mittlere Reserve, die sogenannte Ton-Humus-Komplexe, verstärken wird. Landwirte sind sich dieser Tatsache bewusst, weil sie den Wert von Humus, organischem Dünger und Ernterückständen kennen, die die gute Gesundheit ihres Bodens absichern. Wissenschaftler ihrerseits beobachten, dass die Pufferkapazität der mittleren Reserve die Verluste durch Auswaschung und Volatilisation reduziert. Gleichwohl können Elemente, die zur Festlegung neigen, wie Phosphate mit Calcium, einzeln an die Komplexe angelagert werden und somit vor Ausfällung geschützt werden. Der Ton-Humus-Komplex hat noch weitere Vorteile für die Pflanze. Neben den schon beschriebenen Wirkungen als Magnet und Puffer spielt er eine entscheidende Rolle in Bildung von Bodenaggregaten, die den Boden strukturieren und belüften. Dank seiner Wirkung auf die Bodenporosität fördert der Ton-Humus-Komplex die Entwicklung und Aktivität von bestimmten aeroben Mikroorganismen, die von Sauerstoff im Boden abhängig sind. Unter diesen Mikroorganismen sind Bakterien, die für die Nitrifizierung verantwortlich sind. Diese wandeln organischen Stickstoff in mineralischen um, die Nitrate. Zudem verbessern die Aggregate die Wasserhaltefähigkeit des Bodens, was im Gegenzug die Auswaschung und Verdunstung reduziert. Letztlich verleihen sie dem Boden seine Krümelstruktur, die für fruchtbares Land typisch und weniger empfindlich gegen Verdichtung und Verschlemmung ist. Der Ton-Humus-Komplex wirkt auf die Haltekraft von Nährstoffen und Wasser sowie auf die Bodenstruktur. Alle Düngetechniken, die die Produktivität mit dem Umweltschutz in Einklang bringen wollen, müssen diese mittlere Reserve auf die eine oder andere Weise verstärken. Kommen wir zurück auf die Eingangsfrage. Was ist ein idealer Dünger? Es ist ein Dünger, der die Nährstoffe der Pflanze nach und nach entsprechend ihrer Bedürfnisse liefert und die festgestellten Verluste begrenzt. Diese allmähliche Freisetzung findet sich, wenn man organisches Material verwendet und wenn die Humifizierung dieses organischen Materials in mineralische Elemente, die direkt von der Pflanze genutzt werden, umsetzt. In der Realität ist dies ein langsamer und komplexer Prozess, der eine große Reihe von Reaktionen beinhaltet, bei denen Bakterien eine große Rolle spielen. Zwischen den Huminstoffen finden wir die löslichen Komponenten Humin und Fulvosäure. Diese Substanzen binden sich mit dem Ton, um Ton-Humus-Komplexe zu bilden. Organische Düngung ist eine effektive Versorgung des Bodens mit Huminstoffen, die notwendig sind, um diese Komplexe zu bilden. Dies ist die bevorzugte Weise zur Erhaltung eines gesunden Humusgehaltes im Boden. Aber die Versorgung mit organischem Material ist in den meisten Produktionsgebieten unzureichend. Deswegen muss man sich anderen Huminsäurequellen zuwenden. Neuerdings sind gereinigte und konzentrierte Huminstoffe verfügbar. Sie werden aus Leonardite, einem Sedimentgestein aus der Karbonzeit, extrahiert. Wir verfügen neben klassischen organischen Düngern nun auch über Huminstoffe. Beide verstärken die mittlere Reserve des Bodens, welche, wie wir gesehen haben, für die Fruchtbarkeit und die Effizienz des Düngers notwendig ist.
Die Huminextrakte wirken auf die Bodenfruchtbarkeit. Sie bieten den Pflanzen ein hochwertiges Ernährungsumfeld. Zusätzlich zu den Effekten, die durch den Boden weitergeleitet werden, gibt es direkte Wachstumsregulationseffekte auf die Physiologie der Pflanze. Die Fulvosäuren, die kleiner und mobiler sind als die Huminsäuren, scheinen direkt von der Pflanze aufgenommen zu werden. Ein signifikanter Effekt auf die Wurzelentwicklung wurde tatsächlich entdeckt. Erstens, die Wurzeln atmen. Sie machen dies, um Energie zu produzieren, die für die Nährstoffaufnahme und hier speziell von Phosphor und Nitrat notwendig ist. Es gibt auch eine Stimulation des Wurzellängenwachstums und der Entwicklung von Seitenwurzeln, die Verzweigung des Wurzelsystems. Zuletzt gibt es auch eine Stimulation der Entwicklung von Haarwurzeln, die die Hauptrolle bei der Aufnahme von Nährstoffen spielen. Die Wurzeln haben den Einfluss auf den Boden. Erstens, sie atmen, was den Effekt hat, dass der Boden versauert und seinen Teil dazu beiträgt, dass die Nährstoffe von den Ton-Humus-Komplexen losgelassen werden. Die Wurzeln sondern außerdem eine ganze Reihe von Substanzen ab, die Entwicklung und Aktivität von Bakterien in der Wurzelzone verbessern. Und wenn die Wurzeln abgestorben sind, erhöhen sie den Bodenvorrat an organischer Reserve. Huminstoffe haben auch einen Einfluss auf das Chlorophyllgewebe. Sie scheinen für Spurenelemente wie ein Chelatbildner zu wirken und fördern so die Verfügbarkeit und Mobilität innerhalb des Pflanzengewebes. Die verbesserte Mobilität von Magnesium, Eisen, Kupfer und Zink verstärkt die Aktivität des Chlorophylls. Letztlich zeigen verschiedene Untersuchungen, dass Huminstoffe auch die Verdunstung der Pflanzen reduzieren, was zu der verbesserten Wassereffizienz beiträgt und der Pflanze hilft, mit Trockenheit fertig zu werden. Huminextrakte bieten eine bedeutende technische Lösung im Bereich der mineralischen Ernährung von Pflanzen. Durch eine Verbesserung der nachhaltigen Fruchtbarkeit des Bodens, der Effizienz von Düngemitteln und der Ernährung der Pflanzen vereinen sie die ökonomischen Anforderungen des Landwirtes mit denen der Umwelt. Sie erfüllen die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Produktion, da sie profitabler und besser zu steuern sind. Mit fast 20 Jahren an Erfahrung ist TradeCorp ein Pionier in Fragen der Produktion und Formulierung von Huminsäuren. TradeCorp benutzt amerikanisches Leonardite, welches den Ruf hat, die beste Quelle für Huminstoffe zu sein. Dieses Rohmaterial bietet jede Garantie in Form von Qualität und Sicherheit. TradeCorp Huminextrakte sind eine nennenswerte Ergänzung zur organischen Düngung und bieten unmittelbaren Effekt. Mühelose Ausbringung, Langzeitverfügbarkeit, eine kontrollierte, sichere und konstante Zusammensetzung. Die TradeCorp-Lösung Humifirst, Humifirst WG. Humifirst ist eine flüssige Lösung aus Humin und Fulvosäuren, die breitflächig oder am Band gespritzt werden. Humifirst WG in der Form wasserlöslicher Körner kann Bestandteil in mineralischen oder organischen Düngern sein. Seine Präsenz innerhalb der Dünger optimiert die Effizienz und verbessert so die Ernährung der Pflanzen. Verbinden Sie Nachhaltigkeit und Rentabilität mit TradeCorp.